Kleine Frage. Was haben YouPorn, Pornhub, Tube8, Xtube, Spankwire, RedTube und MyDirtyHobby gemeinsam? Also außer so Pornos mit bizarr detaillierten Titeln wie 14-jähriges Mädchen verkleidet als 54-jähriger Polizist, strippt vor Überwachungskamera im Herzen Londons. Nun, hinter all den Seiten steckt der gleiche Typ. Ein Deutscher. Ein langweiliger, ein spießiger Deutscher. Schauen wir uns mal an, wie er mit kostenlosen Clips Millionen verdient hat und vom kleinen Programmierer zum Pornoseiten-King wurde, also quasi zum Mark Zuckerberg des Internets. Internetporn. Der Grund, warum jeder Browser einen Inkognito-Modus haben sollte. Und das hier ist der Pornokönig des Internets auf der Nutzerseite. Auf der Anbieterseite wäre es der hier. We had 8 offices around the world, over 1200 employees, which is roughly 4 times the size of Playboy ever was. Fabian Tüllmann, 1978 geboren, besuchte eine deutsche Schule in Brüssel. Damals hackte er mit einem Klassenkamerad den Lehrercomputer und stieg dann vom kleinen Programmierer und privaten Pornonutzer zum Pornoseitenkönig des Internets auf. The revenue roughly was $400 million a year. With a very nice margin of 25%. Aber eigentlich ist das total traurig. Er hat das gleiche Problem wie Zuhälter und Drogenbarone. Es ist eher schwer, die eigene Erfolgsstory als Smalltalk-Thema zu nutzen. Und jedes Mal, wenn ihn bei einer heißen MILF einer abgeht, verdiene ich daran. Ich nenne es Wichsen für meine Yacht. Deswegen klingt die Firma, die hinter all den Pornoseiten steckt, auch erstmal nicht besonders aufregend. MindGeek. Die Website sieht auf den ersten Blick auch ganz normal aus. Da steht branchenführend, Datenanalyse, Werbeplattformen. Und auch bei den Mitarbeitern kein Hinweis auf schmuddelige Pornos. Und ja, Analyst zählt nicht. Erst bei den Stellenbeschreibungen deutet sich etwas an. Hier wird ein Drehbuchautor gesucht und da taucht das Wörtchen Adult auf, also Erwachsenenunterhaltung. Immerhin, sie haben das Wort auch noch gefettet. Nicht, dass es am ersten Arbeitstag irgendwelche Überraschungen gibt. Und das hier ist der neue Arbeitsplatz. Hier werden die Dialoge geschrieben. Okay, und was wünscht sich MindGeek als Voraussetzung? Für den Job als Autor einen Abschluss in kreativem Schreiben und englischer Literatur. Was schreibt man denn da so? M'lady, I sincerely would like to fuck thee. Tja, und dann noch die beruflichen Perspektiven. Es gibt eine Tischtennisplatte, einen Kicker und einen Billardtisch. Dazu Freitag sogar Speck und Eier zum Frühstück. Beeindruckend. Aber wie hat es Fabian Tüllmann überhaupt geschafft, so ein Imperium aufzubauen? Erstens, Stück für Stück ein Netzwerk spinnen. Los geht es natürlich erstmal mit einer Seite. Die soll ordentlich Traffic generieren, also eine Menge Traffic. Pornhub alone had last year 88 billion video views. That means 12 views per person on this planet. Gut, die Seite läuft. Und wenn's einmal klappt, warum nicht noch einmal? Das Konzept duplizieren und unter einem anderen Namen betreiben. Und das gleiche nochmal machen und nochmal. Aber woher stammt denn der ganze Content auf den kostenlosen Seiten? Das ist entweder selbstgedrehtes Material, dessen Urheberrecht beim User liegt. Oder Fremdmaterial, also Raubkopien. Außerdem stellen Produktionsfirmen professionelle Amateure und Camgirls ausgewähltes Material von sich als Teaser hinein. Auf diesen kostenlosen Seiten verweisen dann Banner und Links zu sogenannten Affiliate-Partnern, also externen Bezahlseiten. Und immer wenn ein User dort das Portemonnaie zückt, gibt's eine Provision für die Tube-Seite. Bringt uns zu Punkt 2, die optimierte Werbung. Zunächst einmal versuchte Tüllmann, Unternehmen außerhalb der Schmuddelbranche als Werbepartner anzuwerben. Doch kein einziges biss an. Ja, nicht mal Tempo oder Zewa. Unser Mark Zuckerberg hat dann erstmal selber Werbung gebaut. We put ads up to sell TVs. Okay. And I think we displayed the ad to 1 million people or something, or 10 million people, and we sold one. Der Grund? Pornoseiten haben eine spitze Zielgruppe, also spitz wie Nachbars Lumpi. Besucher bleiben ziemlich genau 9 Minuten und lassen sich von ihrer Mission nicht durch Werbung abbringen. Oh, ein 50-Zoll-Fernseher mit Videotext für 999 Euro? Das schlage ich doch zu. Und deshalb findet sich auf Pornoseiten fast ausschließlich Porno-Werbung. Für andere Seiten aus seinem Imperium. Überwacht und ausgewertet von einem internen Marketing-Team, das die Anzeigen täglich optimiert. Mit so einem Ergebnis zum Beispiel. Wow, hässliche Mädchen antworten für Sex. Und das haben sie dann unter Creative abgelegt. Kommen wir zum letzten und größten Betriebsgeheimnis. Während es anderen Leuten in der Branche um nackte Körper geht, geht es bei Tüllmann um drittens die nackten Zahlen.
nur kostenlose Seiten zu besitzen, ist ja langweilig. So we had free, completely free sites like Pornhub and YouPorn and so on. But we also own the big brands that are for pay. Pfiffig, er leitet die zahlungsgeilen User von seinen kostenlosen Seiten also direkt auf seine eigenen Pay-Seiten weiter. Beide Arten von Seiten zu besitzen hat übrigens noch einen Vorteil. Whenever any product would start selling great on our free websites, one, we could copy it, because we knew very, very quickly that it's working well. Was für ein Nerd! Was für ein abgebrühter, reicher Nerd! Und sein Optimierungsstreben und seine Kreativität kannten keine Grenzen. Einem Verfahren um zypriotische Briefkastenfirmen konnte er sich durch eine Zahlung von 5 Millionen Euro entziehen. Aber die hat er wahrscheinlich aus der, Achtung, Pornokasse bezahlt. Seine Firmenanteile hat er inzwischen verkauft und präsentiert sich nun als seriöser Investor. Er sucht gute Ideen, Startups und Existenzgründer. Er sucht also MILFs, Man I'd Like to Finance. Kinky. Und was bleibt? Tillmann hat es geschafft, Pornowerbung, Pornoinhalte und Pornogewinne durch lückenlose Kontrolle und detaillierte Auswertung zu optimieren. Er hat die schimmernde, glitzernde Pornoindustrie derart mit deutscher Effizienz durchoptimiert, dass dieser Mark Zuckerberg-Witz total hinkt. Tillmann ist eher DIN, die deutsche Pornoindustrienorm, nach ISO 2000 zertifiziert. Das SAP für Schmuddelclips. Er ist Mr. S.A. Porno. Oh ja, klick mich. Klick mich richtig hart. Komm schon, ich will, dass du mich klickst. Na, du kleiner Klicker? Schon mal abonniert?